In diesem Video schauen wir uns einmal Schritt für Schritt an, wie man eine UG gründet. UG ist die Kurzform für Unternehmergesellschaft und ist im Wesentlichen eigentlich eine GmbH. Das heißt, die gesetzliche Regelung zur UG, die steht tatsächlich im GmbH-Gesetz. Und das ist auch der Grund, warum man immer mal wieder von Mini-GmbH spricht. Rechtlich gesehen sind das sehr, sehr verwandte Gesellschaftsformen und deswegen ist der Gründungsprozess auch sehr ähnlich. Aber wir schauen uns jetzt einmal an, wie genau das eigentlich bei so einer UG funktioniert. Und zwar musst du dir im ersten Schritt überlegen, wer wird Gesellschafter und wer wird Geschäftsführer. Eine UG ist eine juristische Person. Das heißt, bei einer UG-Gründung erschaffst du eine eigene juristische Persönlichkeit, die unabhängig ist von dir selbst. Das heißt, das Ganze ist anders als ein Einzelunternehmen. Bei einem Einzelunternehmen bist du quasi der Unternehmer und auch gleichzeitig Privatperson. Bei einer UG erschaffst du wirklich etwas Separates. Und wenn du etwas Separates erschaffst, dann gibt es zwei Positionen, die du besetzen musst. Einmal gibt es einen Besitzer dieser Rechtspersönlichkeit, also dieser UG. Das sind die Gesellschafter. Das kannst du alleine machen, also du kannst 100% Gesellschafter sein, aber du kannst dich auch mit 2, 3, 4, 5 oder 1000 Leuten zusammentun und dann hast du eine Gesellschafterliste, wo dann drin steht, wem gehört die Gesellschaft zu welchen Teilen. Da diese Rechtspersönlichkeit aber unabhängig von dir ist, braucht diese Rechtspersönlichkeit auch noch einen Geschäftsführer. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie ein Elternteil für ein Kind. Kinder dürfen alleine keine Geschäfte ausführen. Das heißt, so im Wirtschaftsverkehr dürfen sie nicht teilnehmen, sondern das machen die Eltern. Da entscheidet jemand für das Kind. Und so ein bisschen so kann man sich einen GmbH-Geschäftsführer vorstellen. Die GmbH kann ja keinen Willen äußern, weil es ist ja nur ein juristisches Konstrukt. Deswegen brauche ich diesen Geschäftsführer und dieser Geschäftsführer ist dann dafür da, quasi anderen Leuten mitzuteilen, was diese Gesellschaft jetzt möchte. Das heißt, er vertritt die Gesellschaft nach außen, aber auch nach innen, falls irgendwie Mitarbeiter angestellt werden sollen. Und du kannst natürlich auch alleine eine UG gründen. Das heißt, du kannst alleine 100% Gesellschafter sein und auch alleine Geschäftsführer sein. Das muss aber nicht der Fall sein und du kannst auch alleine starten und dann später einen fremden Geschäftsführer reinholen oder Anteile dieser UG verkaufen. All das geht mit einer UG und auch einer GmbH relativ einfach, ist bei einem Einzelunternehmen schwieriger. Und wenn du festgelegt hast, wer Gesellschafter und wer Geschäftsführer wird, brauchst du einen Vertrag. Bei einer GmbH brauchst du zwingend einen Vertrag, der auch notariell beurkundet werden muss, in dem die wichtigsten Dinge für diese Gesellschaft schriftlich festgehalten werden. Und dazu gehört zum Beispiel der Name der UG, die Adresse oder der Geschäftszweck und das Stammkapital. Das Stammkapital muss übrigens mindestens 1 Euro betragen. Also bei einer GmbH sind es 25.000 Euro und bei einer UG halt 1 Euro. Und deswegen ist die UG so interessant, weil es quasi eine GmbH ab 1 Euro ist. Und diesen Vertrag musst du erstellen. Das heißt, da kannst du zu einem Anwalt gehen, aber es gibt tatsächlich auch so ein Musterprotokoll. Das heißt, so eine Vertragsvorlage, die kannst du auch wählen und dann wird die ganze Gründung natürlich ein bisschen günstiger, weil du einfach diese Vorlage nehmen kannst. Falls du einfach nur mit dir selbst eine UG gründest, dann kannst du eigentlich immer dieses Musterprotokoll verwenden. Wenn deine UG-Gründung komplizierter ist, du mehrere Gesellschafter hast, fremde Geschäftsführer hast und so weiter, dann ist es unter Umständen besser, zu einem Anwalt zu gehen und sich lieber einen individuell an deine Bedürfnisse und an deine Rahmenbedingungen angepassten Gesellschaftsvertrag erstellen zu lassen. Und wenn du diesen Gesellschaftsvertrag, also diese Satzung hast, dann brauchst du einen Notartermin, weil dieser Vertrag, wie gesagt, notariell beurkundet werden muss. Ich würde dir dringend raten, diesen Notartermin so früh wie möglich schon mal zu koordinieren, denn Notare sind in Deutschland in der Regel ganz gut ausgelastet und meine persönliche Erfahrung nach, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 GmbH-Gründungen und einer UG-Gründung ist ehrlicherweise, dass man da manchmal ein paar Wochen warten muss, bis man endlich an der Reihe ist. Das heißt, wenn du es eilig hast, solltest du so früh wie möglich schon mal den Notartermin vereinbaren und dann kannst du dich ja in der Zwischenzeit immer noch um den Vertrag kümmern. Und dann hast du in der Regel einen physischen Termin bei einem Notar. Das heißt, dann gehst du hin. Wichtig, da solltest du unbedingt einen Ausweis mitbringen. In der Theorie geht das wohl auch in vielen Konstellationen inzwischen online. Ganz ehrlich, selbst der Notar, bei dem ich erst vor wenigen Wochen war, hat gesagt, er hat das Ganze erst ein einziges Mal online gemacht. Das heißt, üblich ist eher noch der Vor-Ort-Termin, dass du wirklich vor Ort hingehst. Und dann wird dein Gesellschaftsvertrag notariell beurkundet. Das heißt, du sitzt dann da an einem Tisch mit dem Notar und der liest tatsächlich den ganzen Vertrag noch einmal durch, schaut, ob alles richtig ist, stellt manchmal vielleicht auch noch Rückfragen, um Dinge klarzustellen und auch damit sie dir klar sind, was da eigentlich passiert. Und dann musst du natürlich dafür auch Geld bezahlen. Das heißt, dieser
dieser Notartermin und diese notarielle Beurkundung kostet natürlich auch Geld. Und das Ganze ist günstiger tatsächlich, wenn du dieses Musterprotokoll, also wenn du diesen Standardvertrag nimmst. Dann kannst du für diesen Notartermin mit Kosten rechnen von ungefähr 200 bis 400 Euro. Und wenn du einen individuellen Vertrag hast, dann ist es in der Regel ein bisschen teurer. Meine Erfahrungen sind da so 500 bis 800 Euro, wobei man da auch sagen muss, in der Höhe kann das beliebig hoch sein, je nachdem, wie kompliziert das ist. Es ist relativ logisch, wenn du da mit 100 Mitgesellschaftern und einem komplizierten Unternehmenskonstrukt, in dem jetzt diese UG gegründet werden soll, ankommt, ja, dann wird das natürlich ein bisschen teurer, weil das Ganze einfach ein bisschen aufwendiger ist, weil man vielleicht ein paar mehr Dinge berücksichtigen muss und so weiter. Grob kannst du dir aber merken, Musterprotokoll so 200 bis 400 Euro, mit einem individuellen Vertrag mehr so 500 bis 800 Euro für den Notartermin. Der vierte Schritt ist die Eröffnung eines Bankkontos. Bei einem Einzelunternehmen gibt es ja keine gesetzliche Verpflichtung, ein separates Bankkonto, ein Geschäftskonto zu führen. Bei einer UG ist das schon der Fall. Weil die UG halt eine separate Rechtspersönlichkeit hat, braucht diese UG unbedingt auch ein eigenes Geschäftskonto, ein eigenes Bankkonto. Das heißt, da kannst du kein privates Bankkonto nehmen. Und du kannst dieses Geschäftskonto auch erst nach dem Notartermin eröffnen, weil du bei der Bank die Gründungsdokumente, die du vom Notar bekommst, quasi mit einreichen musst. Das heißt, du gehst zu einer Bank deiner Wahl, reichst die Gründungsdokumente deiner UG ein, dann eröffnen die ein Bankkonto für die UG in Gründung. Das sieht man immer an den Zusatz IG, das heißt, deine Gesellschaft heißt dann UGIG und dann zahlst du auf dieses Bankkonto dein Stammkapital ein. Dieses Stammkapital hast du vorher im Gesellschaftsvertrag geregelt und beträgt, wie ich schon gesagt habe, mindestens 1 Euro. In der Praxis kann ich dir allerdings davon abraten, tatsächlich deine UG mit 1 Euro zu gründen. Ich empfehle dir mindestens 500 Euro und zwar aus einem einfachen Grund. Du gründest jetzt deine UG und deine UG ist bilanzierungspflichtig und hat eine eigene Rechtspersönlichkeit und das Erste, was die UG bekommt, nachdem sie gegründet worden ist, sind Rechnungen. Und zwar Rechnungen vom Notar, vom Amtsgericht, vielleicht auch von der Bank. Und diese UG muss diese Rechnungen bezahlen. Und ja, wenn du dich ein bisschen mit Bilanzierung auskennst, weißt du, wenn die UG weniger Vermögen hat und jetzt plötzlich Rechnungen bekommt, ja, dann wird das Ganze schon wieder ein bisschen schwieriger, wenn die UG halt nur 1 Euro hat, aber beispielsweise offene Rechnungen in Höhe von 500 Euro, dann ist sie unter Umständen schon bilanziell überschuldet und dann musst du dich schon mit Themen wie Insolvenz und solchen Themen beschäftigen und das möchtest du nicht. Deswegen würde ich dir grundsätzlich raten, gründe mit mindestens so viel Kapital, wie du brauchst, um die UG zu gründen. Und das sind halt so ungefähr 500 bis 1000 Euro. Und nachdem die Bank das Bankkonto eröffnet hat, also du eine IBAN hast, überweist du dir von deinem privaten Konto auf dieses neue Geschäftskonto der UG die Stammeinlage, also beispielsweise 500 Euro. Und dann hast du einen Kontoauszug, auf dem steht dann nichts außer plus 500 Euro, beispielsweise Stammeinlage. Und diesen Kontoauszug nimmst du dann und schickst es noch einmal an den Notar. Dann kommen wir nämlich zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist nämlich die Anmeldung deiner neu gegründeten UG beim Handelsregister. Und das macht in der Regel der Notar gleich mit. Das heißt, der Notar hat ja die Gründungsdokumente, jetzt den Einzahlungsbeleg von der Bank und dann bereitet der Notar die Anmeldung beim Handelsregister vor. Das Handelsregister ist so ein öffentliches Verzeichnis von Unternehmen, das beim Amtsgericht geführt ist. Das kannst du übrigens auch einfach einsehen. Also auf handelsregister.de kannst du dir alle Kapitalgesellschaften anschauen und in Zukunft auch deine UG. Das heißt, nachdem du den Kontoauszug an den Notar geschickt hast, macht der Notar die Unterlagen fertig und schickt die dann an das örtlich zuständige Amtsgericht und das Amtsgericht trägt deine UG dann im Handelsregister ein. Und natürlich kostet das auch noch einmal. Also dafür berechnet der Notar nochmal so 100, 200 Euro und du bekommst noch eine Gebühr vom Amtsgericht für die Handelsregistereintragung. Und hier an dieser Stelle wirklich ganz, ganz wichtig und großes Achtung, Vorsicht. Weil das Handelsregister öffentlich ist, bekommst du nach der Eintragung im Handelsregister nicht nur eine Gebührenrechnung vom Handelsregister, sondern ich kann dir fast garantieren, dass du 5 oder 10 oder 15 Betrugsbriefe bekommst. Und zwar haben sich viele Betrüger darauf spezialisiert, einfach jeden Tag im Handelsregister nachzuschauen, welche Kapitalgesellschaften gerade neu angemeldet werden und dir dann irgendwelche gefakten Gebührenbescheide zu schicken. Das heißt, das Ganze sieht unglaublich echt aus, aber
Es sind nicht die offiziellen Kosten für die Gründung. Die darfst du alle ignorieren. Wenn du dir gerade unsicher bist, ob du in der Hand gerade den echten Gebührenbescheid in der Hand hast oder irgendeinen Betrugsbrief, würde ich dir dringend raten, einfach mal eine kurze E-Mail an den Notar zu schreiben oder mal kurz anzurufen. Die kennen das Problem. Das Problem ist, diese Betrüger agieren alle so im rechtlichen Graubereich. Das heißt, im Augenblick ist das nicht unterbunden, aber es kennt wirklich jeder Gründer und ich würde mal sagen, wahrscheinlich 50% der Erst-UG- und GmbH-Gründer fallen auf so ein Schreiben rein und zahlen an irgendeinen Betrüger Geld. Deswegen an dieser Stelle ein großes Achtung. Du wirst diese Briefe bekommen, bezahl sie nicht. Das Einzige, was du hier in diesem Schritt bezahlen musst, ist einmal den Notar und ja, den offiziellen Gebührenbescheid vom Amtsgericht. Der nächste Schritt ist die Gewerbeanmeldung und die funktioniert im Wesentlichen genauso wie eine Gewerbeanmeldung eines Einzelunternehmens. Dazu habe ich übrigens schon eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aufgenommen und die findest du einmal unten in der Videobeschreibung. Das heißt, du gehst einfach meistens auf die Webseite deiner Gemeinde und meldest ein Gewerbe an. Und das musst du tatsächlich auch, denn als UG bist du immer gewerbetreibend. Das heißt, du musst immer ein Gewerbe bei der zuständigen Gemeinde anmelden. Der nächste Schritt nach der Gewerbeanmeldung ist die Anmeldung beim Finanzamt. Und die Anmeldung beim Finanzamt geschieht durch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Und diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, den kannst du online ausfüllen und zwar bei elster.de. Das heißt, du gibst einfach ein elster.de, suchst nach dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, füllst den dann einmal aus und schickst ihn ans Finanzamt. Auch dafür habe ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt. Auch die findest du unten in der Videobeschreibung. Da trägst du einfach so die Stammdaten deines Unternehmens ein, die erwarteten Umsätze und eine ganze Reihe von Wahlrechten. Ein wichtiger Punkt vielleicht, wenn du internationale Geschäftsbeziehungen hast, also mit Unternehmen im Ausland, vor allem innerhalb der EU, dann solltest du immer in diesem Schritt auch gleich eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen. Und dann schickst du das Ganze per Elster ab. Das Finanzamt bearbeitet deinen Antrag und als Antwort bekommst du dann ein Schreiben mit deiner Steuernummer bzw. mit der Steuernummer für die UG. Das heißt, dann hat die UG eine Steuernummer und diese Steuernummer oder alternativ die Umsatzsteueridentifikationsnummer, die du auch bekommst, aber nicht vom Finanzamt, sondern vom Bundeszentralamt für Steuern. Und eine dieser beiden Steuernummern schreibst du auf deine Rechnungen. Das heißt, sobald die Finanzamt-Anmeldung durch ist, hast du die Steuernummern, die du auf deine Rechnungen schreiben kannst und ja, dann kannst du quasi loslegen und Rechnungen schreiben. Aber auch wenn du jetzt loslegen kannst und Rechnungen schreiben kannst, bist du noch nicht ganz fertig mit deiner Gründung. Es gibt nämlich noch ein paar andere Institutionen, bei denen du dich anmelden musst. Und zwar im nächsten Schritt bei der Industrie- und Handelskammer. Du bist nämlich Pflichtmitglied bei deiner Kammer. Wenn die Industrie- und Handelskammer für dich nicht zuständig bist, weil du zum Beispiel ja, ein Handwerksbetrieb bist, dann ist die Handwerkskammer für dich zuständig. Das heißt, unter Umständen gibt es auch andere Kammerzugehörigkeiten. Wichtig in diesem Schritt ist allerdings, dass du dich dann bei deiner zuständigen Kammer anmeldest, denn da bist du Pflichtmitglied. Du solltest dich auch, und das ist dann der nächste Schritt, bei der Bundesagentur für Arbeit anmelden, denn du brauchst eine Betriebsnummer. Diese Betriebsnummer brauchst du immer, um Angestellte zu haben. Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, als Einzelunternehmen habe ich das ja auch nicht gebraucht. Ich bin doch der Unternehmer. Und wenn du jetzt alleine eine UG gründest, also als Gesellschafter und Geschäftsführer bist, dann hast du ja gar keine Angestellten. Doch hast du schon. Und zwar, ich habe es schon mal gesagt, die UG hat eine eigene Rechtspersönlichkeit. Du kannst angestellt sein in dieser Rechtspersönlichkeit, aber diese UG bist nicht du. Das heißt, wenn du Geschäftsführer bist in deiner eigenen UG, bist du Angestellter in deiner UG. Das heißt, deine UG hat Angestellte und deswegen brauchst du unbedingt als UG eine Betriebsnummer von der Bundesagentur für Arbeit, sonst kannst du nämlich keine Gehaltsabrechnungen erstellen. Deswegen unbedingt im 9. Schritt einmal eine Anmeldung bei der Bundesagentur für Arbeit. Und das gleiche gilt übrigens auch für Berufsgenossenschaften. Die Berufsgenossenschaft ist die gesetzliche Unfallversicherung. Da musst du dich immer dann anmelden, wenn du Mitarbeiter hast. Und wir haben gerade gelernt, du hast auf jeden Fall Mitarbeiter, beziehungsweise deine UG hat auf jeden Fall Mitarbeiter, zum Beispiel dich. Das heißt, du solltest dich auch unbedingt bei der für dich zuständigen Berufsgenossenschaft anmelden. Das ganze System der Berufsgenossenschaften, also der gesetzlichen Unfallversicherung, ist ziemlich undurchsichtig. Deswegen habe ich dazu auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Auch das findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Und damit bist du auch schon fast am Ziel. Jetzt gibt es noch nach diesen 10 Schritten einen letzten Schritt. Das heißt, der 11. Schritt. Das ist die Anmeldung beim Transparenzregister. Das Transparenzregister, ja, da werden die Leute geführt, die tatsächlich wirtschaftlich berechtigt sind,
an dem Unternehmen. Das hat was mit Geldwäsche, Prävention zu tun und so weiter. Das würde hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Wichtig für dich ist, die UG muss da angemeldet werden. Das Ganze ist natürlich relativ einfach, wenn du einfach eine UG mit dir selbst gründest und Gesellschafter und Geschäftsführer bist. Wenn du aber ein relativ großes Firmenkonstrukt hast, dann ist es vielleicht nicht ganz offensichtlich, wer am Ende eigentlich profitiert von den Gewinnen aus dieser Kapitalgesellschaft. Und dafür gibt es dieses Transparenzregister. Für dich an dieser Stelle als wirklich kleine Kapitalgesellschaft, melde dich einfach an. Mach einen Haken dran, vergiss es, damit wirst du danach wahrscheinlich nicht mehr so oft zu tun haben. Und damit sind wir am Ende und ich gratuliere dir zu deiner UG. Und diese UG existiert jetzt nicht nur, sie hat ein eigenes Bankkonto und Steuernummern und Betriebsnummern und ist überall bei allen Behörden angemeldet. Du kannst also sofort loslegen und sie ist ja sofort einsatzbereit. Natürlich musst du dich jetzt noch damit auseinandersetzen. Willst du die Buchhaltung selber machen? Willst du die Steuererklärung selbst machen? Und natürlich musst du das Ganze auch irgendwie laufend machen. Es gibt bei der UG im laufenden Geschäft noch eine Besonderheit. Und zwar musst du immer mindestens 25% von deinem Gewinn, was du in einem Jahr machst, immer zurücklegen, bis du ein Stammkapital von 25.000 Euro erreicht hast. Das heißt, du hast dir quasi eine GmbH angespart. Das heißt, bei allen Ausschüttungen immer dran denken, 25% drin lassen. Und wenn du dann 25.000 Euro erreicht hast, dann kannst du theoretisch nochmal zum Notar gehen und deine UG umtragen lassen in eine vollwertige GmbH. Das ist keine Umwandlung oder so, sondern du bist dann quasi einfach angewachsen auf diese GmbH. Du musst das Ganze nicht machen. Du kannst theoretisch auch eine UG haben mit 100.000 Euro Stammkapital. Aber ehrlich, so richtig viel Sinn ergibt es nicht. Und es gibt auch durchaus Notare, die mir mal gesagt haben, weißt du, Melcher, wofür eigentlich UG steht? Für Untergaunern. Weil jeder weiß sofort, dass du bei der Gründung halt nicht mal 25.000 Euro hattest. Es war zugegebenermaßen aber auch im Kontext von, ja, ich würde mal sagen, lokalen Vorortgeschäften. Und da sind 25.000 Euro nicht so besonders viel, weil so eine Ladeneinrichtung kostet ganz häufig ein Vielfaches. Wenn ich aber ein Online-Business starte, dann, ja, dann brauche ich in der Regel nicht so viel Kapital und dann ist die UG eine durchaus legitime Rechtsform. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir alle Fragen beantworten, die du hattest im Zusammenhang mit der UG-Gründung. Wenn noch Fragen offen sind, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du jetzt Hilfe und Empfehlungen brauchst für Buchhaltung, für Bankkonto, für Steuerberater und so weiter, dann schau unbedingt unten in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich dir eine ganze Reihe von meinen Empfehlungen verlinkt. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Oder du schaust dir sofort ein paar weitere Videos auf diesem Kanal an. Wir haben viele Videos rund um die Themen Buchhaltung, Steuern und Finanzen. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.